Hallo und wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Disney Dreamlight Valley. Und wir suchen Ariel, die im eiskalten Wasser badet. Hier, ich habe Erik für dich. Der sieht ein bisschen verhunagelt aus. Ich musste einfach an die Oberfläche Was? Kommen, um dich zu Wer sehen. Wer ist das? Oh. Oh nein, Erik! Wie konnte Ursula dir das antun? Bitte hilf uns, Sheila, wir müssen ihn retten. Ja, also du beschützt Erik und ich rede mit Merlin. Mach dir keine Sorgen, ich schaff das schon. Danke. Ich hoffe, Merlin kann uns helfen. Komm ich bald wieder besuchen? Wenn ihr euch jetzt denkt, what the fuck, ja. Richtig, chillen. Wie wär's Einen mit Moment, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Ja, Prinz Erik war die ganze Zeit in den Fängen der Hexe. Oh je, wie ich sehe, hat sie ihm seine Freiheit zurückgegeben, aber nicht seinen Körper. Das ist genau das, was ich vor einer Gaunerin wie Ursula erwarten würde. Sie bedrückt immer, um zu bekommen, was sie will. Nimm dich vor ihren Acht, Schädel Himmel. Ja, Entschuldigung, wir haben hier jetzt gerade ein größeres Problem. Die hat irgendwelche Kristalle in ihrem Arsch. Wie es der Zufall so will, habe ich gerade ein Buch über Verwandlung gelesen. Es könnte der Schlüssel sein, um Erik zurückzuverwandeln. Der Titel lautet, verwandle deine Sorgen weg. Wie man in 3 einfachen Schritten einen Frosch wieder in einen Prinzen verwandelt. Ich hasse dich. Ja, Erik ist aber kein Frosch. Natürlich ist Erik kein Frosch, aber er ist ein Prinz. Also sollte der gleiche Zauber dasselbe bewirken, oder nicht? Also, ich meine ja nur. Okay, was ist der erste Schritt? Mal sehen. Der erste Schritt, um einen Frosch in einen Prinzen zu verwandeln, besteht darin, ihm ein königliches Zuhause zu bauen. Ich schätze, das bedeutet, dass du hier im Dorf erst einmal ein Haus für Prinz Erik bauen musst. Verstanden? Ja, verstanden. Ein Haus bauen. Was ist der nächste Schritt? Als nächstes braucht der Prinz einen Gegenstand, der ihn in der menschlichen Welt verankert. Sobald du sein Haus gebaut hast, musst du es nach etwas durchsuchen, das für Erik wichtig ist. Mein Haus bauen, einen Gegenstand finden, der ihm sehr am Herzen liegt. Verstanden. Was ist der dritte Schritt? Dem Buch zufolge ist der letzte Schritt ein Klassiker, Shirahime. Der Kuss der wahren Liebe. Bah, wie romantisch. Ich werde ihn nicht küssen, so viel ist sicher. Ja, süß. Ich finde es selbst ein bisschen albern, aber es gibt keine stärkere Magie als die Liebe. Es ist Ariels Liebe, die Erik zurückbringen wird. Wenn du einen geeigneten Gegenstand in seinem Haus gefunden hast, bring ihn zu ihr und lass sie 3-mal seinen Namen rufen, während sie sich Erik so vorstellt, wie er sein sollte. Das sollte ihn zurückbringen, um sicherzustellen, dass der Zauber von da ist, muss ihn kurz danach küssen. Viel Glück, Schiri. Ich du meinst lüpfe sowas meinen wie Hut. Beetlejuice. Nein? Okay, dann nicht. Ja, der arme Prinz in Not braucht ein Haus. Das ist ja richtig tragisch. Ein Haus! Das ist ein Haus? Will er mich verarschen, der Pimmelprinz? Du kannst bei Ariel wohnen da unten. Oh, ich bin der Prinz. Ich brauche ein kleines Häusle. Am besten gleich so fett wie weiß was ich was, weil ich bin Prinz Erik. Brrr, mit ganz Brrrs. Kann mich mal am Ohr schlägt. Das ist okay. So, hier ist dann dieser Kristall. Hier kann man noch Erze bauen. Hier kann man noch vorbeilatschen. Easy peasy lemon squeezy. Er hat vielleicht ein bisschen viel Bzzz im Hintergrund, aber ist okay. Sei gegrüßt, Nachbar. Jetzt trifft mich wahrscheinlich gleich der Schlag. 10.000. Na gut. Oh, oh, oh. Das ist ja nur ein kleines Haus. Wie wär's mit einem kleinen Plausch? Nein, das ist schon. Es ist ja ganz hübsch so, das Prinzenschloss. Aber erstens mal, warum braucht Arielle eigentlich ihr eigenes Haus? Will die dann nicht irgendwann mal 2 Beine haben? Oh, wie passend. Ich muss das nicht mal mehr ausbauen. Süß. Was hat denn Erik da für nice Möbel? Das ist ja mal süß. Wir auch so ein Schiffsfahrteppich haben. Und so ein Buddelschiff.
Kann ich das klauen hier noch? Diesen Tisch finde ich auch süß. Ich will sowas haben. Erik, du Penner. Das. Was ist das? Eine Flöte? Ah ja, mit der Flöte hat er da rumgedudelt. Und dann hat Ariel das gehört. Dann hat er mit dem Hund gepfiffen. So. Der Hund hieß Max. Ob wir den Hund dann auch irgendwann finden? Bring Eriks Flöte zu Ariel. Das klingt in so vielen Fällen falsch. Ariel, willst du mit der Flöte von Erik spielen? Irgendwann schlage ich dich noch echt. Ariel, ich habe langsam mich echt so, genervt. Dass du hier bist. Das war jetzt... Ich habe ja den Weg rausgeschnitten. Aber ich stand jetzt ungefähr... habe jetzt versucht, seit einer halben Stunde zu versuchen, die dämliche Ariel zu erwischen. Weil sie entweder irgendwo am Arsch der Welt rumgeschwommen ist. Dann bin ich dahin, dann war sie im Meer. Dann ist sie im Meer rumgeschwommen, hat ihre Haare gekämmt, hat rumgesangsiet, anstatt dass sie mal herkommt und ihren scheiß Flöte entgegennimmt. Damit sie endlich darauf rumblasen kann. Mein Gott! Oh, Merlin hat mir gesagt, wie man Erik retten kann. Halt die Flöte, stell dir Erik im Kopf vor, ruf seinen Namen dreimal und dann schmatz ihn ab. Na los. Ich hoffe, du hast recht. Erik, Erik, Erik. Und jetzt werde ich ihn küssen. Es geht los. Oh, Erik, ich hoffe, du kannst spüren, wie sehr ich dich liebe. Bitte kommst du mir zurück. Danke. Heiße Prinz Erik, willkommen. Hey! Ich hoffe, der weiß, wie viel Anstrengung es war, seinen Arsch hierher zu bringen. Dieser blöde Arsch. Oh mein Gott. Wir haben endlich den letzten Bewohner! Oh, ich will sterben. Hallo? Ist es wahr? Bin ich wirklich wieder ein Mensch? Keine Ahnung. Hoho! Das bin ich und das habe ich dir zu verdanken. Ich weiß nicht, wie ich dir das jemals vergelten kann. Du kannst Ursula aufspießen und sie grillen und Tentakel Edition machen. Und haha, nur damit du es weißt, ich war die ganze Zeit bei Bewusstsein und bin in deinem Rucksack herumgerutscht. Du solltest das Ding wirklich einmal sauber machen. Hey! Ja, aber ich weiß nie, was ich brauchen werde. Moment mal. Wo ist Ariel? Geht's dir gut? Was hat Ursula ihr angetan? Ursula schickte sie auf eine einsame Insel, aber jetzt ist sie in Sicherheit. Sie hat mir geholfen, dich zu retten. Sie wird sich freuen, dich zu sehen. Ich muss sie sofort sehen. Wow. Wow, ich bin so ausgehungert, dass ich kaum noch laufen kann. So kann ich ja nicht... Oh, nicht daheim, ich muss wieder zu Kräften kommen. Kein Problem, ich werde dich natürlich erstmal bekochen, du dämlicher Kackvogelprinz. Ich meine natürlich, ich werde ein Gericht zaubern, was einem Prinz würdig ist. Was hältst du von Carpaccio-Gemüse, einen Topf und einem frischen Beerensalat? Das klingt unglaublich lecker. Danke, Shirahim. Sehe ich aus wie eine Bibliothek oder warum schmeißt du mir Bücher ans Gesicht? Ich habe schon Beerensalat gemacht, du Eiersalat. Ja, er möchte Stoff, einen Kürbis und eine Cremesuppe. Und dann kriegt man eine hässliche Erik-Frisur. Oh nein, ist es jetzt dein Ernst? Du dudelst jetzt mit der Flöte rum, deine Freundin singt die ganze Zeit. La 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 la. Kann ich euch wieder ins Meer schmeißen und von Ursula verlangen, dass sie mir gefixt alles zurückgibt, was ich ihr jemals gegeben habe, weil das Folter ist? Was jetzt? Wow, das war toll. Ich fühle mich viel besser. Ich kann es kaum erwarten, mit Ariel zu sprechen. Ja, sie wird dich sicher freuen. Bis bald. Zu sehen, danke fürs Vorbeikommen. Ich quatsch dich jetzt erstmal voll. Es gibt ein altes Rätsel, das wir immer neuen Matrosen auf unserem Schiff gestellt haben. Möchtest du es hören? Ja, steh. Okay, los geht's. Was wirfst du, um es zu nutzen und holst es wieder ein, um zu stoppen? Ein Anker. Aber dann holst du doch nicht ein zum Stoppen. Ja, das ist die Antwort. Ziemlich clever, was? Das ist ja wunderbar. Das ist ein bisschen vielen blöd. Dank. Kann das sein? Nicht blöd posen. Kann ich auch eine Pose machen?
Das ist so ein Bild mit drei Leuten. Das ist süß. Ja. Liebe schöne sonnige Tage. Das sieht so ein bisschen... Liebe sonnige Tage. Wie kann er... seid ihr dumm? Der hat gerade mit der Stimme von Goofy geredet. Unsere Freunde machen das Sammlerbuch zu etwas ganz Besonderem, nicht wahr? Hui, ich denke, es ist Zeit, es den anderen zu zeigen, meinst du nicht? Absolut. Gut, dann überlasse ich dir einen schönen Platz dafür zu finden. Ich rufe alle, damit sie es sehen können. Oh nein, süß aussieht. Ja, um Gottes Willen. Ah ja. Heute. Hallöchen. Jetzt, wo das Summer angelegt haben, habe ich keine Angst mehr, das zu vergessen. Hier, warum behältst du es nicht? Ich weiß, dass du gut drauf aufpassen wirst. Wow. Ich kann nur meinen Hut von dir ziehen, Shirahime. Du hast einen tollen Job. Weißt du was? Ich schenke dir sogar meinen Hut. Als Dankeschön für deine Hilfe. Donald, Mann! Ich habe eine Reserve. Schöne sonnige Tage. Aha. Donald nicht. Ich glaube, Donald ist ein bisschen pisst, dass er eventuell nicht so sehr mit einbezogen war oder dass wir seine Quiz noch nicht gemacht haben. Ich bin mir nicht sicher. Nein, schon rausgefunden. Wenn nicht, dann hilft es euch vielleicht nochmal und ihr denkt, ach, scheiße, hätte ich immer machen können. Am besten einen Teppich nehmen, da drauflegen. Wichtig ist, er muss liegen bleiben. Ihr geht aus dem Menü raus, geht wieder ins Menü rein. Nehmt den Teppich und ihr seht, die Flächen sind weg. Also die, die ihr gegraben habt. Ihr müsst halt nur, wichtig immer, wie gesagt, den Teppich liegen lassen. Wenn ihr ihn nicht liegen lasst, ist alles für den Po und ihr müsst nochmal die ganzen Felder, also dann müsst ihr halt nochmal den Teppich hinlegen. Und ich baue hier unten, die Felder kommen dann auch wieder weg. Ich mache die jetzt gerade auch einfach nur, um ihn zu leveln, weil die Felder oben natürlich meine Ertragsfelder sind, die mir auch das Geld in die Kasse spülen. Und ich denke, es ist nicht schlecht, ein bisschen was auf der hohen Kante zu haben, denn wenn demnächst mal Updates kommen, etc., vermute ich mal, dass wir das da ganz gut brauchen können. Weil wer weiß, was wir dann noch alles upgraden können. Und das Spiel ist ja lange noch nicht finito. Also da wird noch einiges kommen. Auch was man so auf den Bildern gesehen hat mit die Schöne und das Biest und dies, das. Also da werden noch einige Charaktere hinzugefügt. Deswegen dürfen wir gespannt sein. Und deswegen habe ich euch auch immer nur so die Hauptsachen gezeigt, wenn man die immer die Charaktere findet. Ein paar kleine Tipps, Tricks. Ihr dürft auch gerne, wenn ihr Fragen habt, die in den Kommentaren stellen. Vielleicht kann ich euch ja auch ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt. So. Genau. Und so könnt ihr eure Charaktere trainieren. Gut. Das war's für den Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer gerade für eine Zeit ist. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen was machen. Ansonsten spätestens, wenn das Update wieder da ist und wir neue Charaktere, sag ich mal, finden können. Denn wir haben jetzt erstmal alle Charaktere hier. Ariel muss ich noch auf 10 bringen. Die werde ich jetzt danach einfach mit Obst vollstopfen. Alle anderen habe ich auf Level 10. Bei ein paar muss ich noch die letzte Quest erledigen. Man sieht es hier, Minis auch Sammel, Graben, Ernte, Bergbau, Fischen. Ich weiß nicht, warum ich Dagobert zum Fischen genommen habe. Ich würde es gern umändern, aber das habe ich halt damals so gemacht. Ja, sammeln. Ne? Ursula ist gar nichts. Adige geht auch nicht. Das ist mein Bergbau. Angeln, sammeln, Bergbau. Macht auch Sinn bei Woli. Und Merlin ist auch nochmal Bergbau. Genau. Ja.
wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Über einen Daumen nach oben, netten Kommi, würde ich mich wieder sehr freuen. Und wenn du noch kein Abonnent von meinem Channel bist, natürlich auch über ein Abo von dir. Wir sehen uns im nächsten Part wieder oder vielleicht auch bei einem anderen Spiel, wer weiß. Vielen Dank fürs Dabeisein und ciao, ciao.